Es ist Anfang November und Jagen-Weltweit-Redakteur Markus Lück möchte gemeinsam mit Revierjagdmeister Paul Stöhlmach im benachbarten Tschechien auf einen Muffelwidder und einen Sika jagen. Daher geht es nach einer kurzen Besprechung direkt in das eine Autostunde entfernte tschechische Jagdgebiet. Die Brunft des Sika-Wildes hat ihren Höhepunkt bereits erreicht. Und nur gelegentlich kann der Jäger noch das markante Pfeifen vernehmen. Gleichzeitig nimmt die Brunft der Muffel aber langsam Fahrt auf. Eine spannende Zeit im Revier, an der sich die Ereignisse nur so überschlagen können und man nie weiß, was einen an der nächsten Ecke erwartet. Für Markus ist es die erste Jagd in diesem Land. Für die Jagd hat er extra noch seine Waffe ohne Schalldämpfer einschießen müssen, da diese hier leider noch nicht erlaubt sind. Berufsjäger Paul möchte es zunächst in einem dichten Hochwald versuchen. Sowohl Muffel als auch Sika fühlen sich in diesem Teil des Reviers wohl. Sie sind noch keine 100 Meter in den Bestand vorgedrungen, als vor ihnen das erste Wild abgeht. Also was bei der Bejagung im Endeffekt in der Brunft wichtig ist, sind nicht die Trophäenträger wie Muffelwidder oder die Hirsche, sondern bei der Pirsch ist aufzupassen, dass das Kalbwild einen nicht eräugt. Weil die passen sehr gut auf, die brunftigen Hirsche oder Muffel, die sind da eher anderweitig beschäftigt. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt ist, pirschen die beiden weiter. Paul möchte zu einer tiefer gelegenen Freifläche. Klappernde Steine lassen die beiden wieder verharren. Etwas befindet sich im Hang unter ihnen. Eine Gruppe junger Stücke Muffelwild ziehen unter ihnen im Hang. Die Kletterkünstler bewegen sich von Stein zu Stein, als wäre es ein Kinderspiel. Hier lohnt es sich einfach mal innezuhalten und den Anblick zu genießen. Während die jungen Stücke äsen, treten weiter hinten zwei Stücke Sika-Wild aus. Die gilt es genauer anzusprechen. Unter den Sika befindet sich leider kein passendes Stück. Paul und Markus haben es auf einen reifen Hirsch abgesehen, die in der Regel 6 oder selten 8 Enden aufweisen und von der Trophäe an einen jungen Rothirsch erinnern. Als sich die jungen Muffel in den Wald zurückziehen, kann es endlich weitergehen. Etwas weiter wird ihnen auch klar, warum sich die jungen Muffel zurückgezogen haben. Auf demselben Wechsel wechseln sie eine Gruppe älterer Muffel wieder an. Damit haben weder Markus noch Paul gerechnet. Die wachsamen Lichter lassen es nicht zu, den Pirschstock aufzustellen. Und so bleibt ihnen nichts anderes übrig, als den Anblick zu genießen, bevor sie endgültig abspringen. Der anfänglich gute Anblick scheint dann aber vorbei zu sein. Paul will es noch etwas weiter oben im Revier versuchen. Und tatsächlich stehen sie plötzlich vor einem guten Sika-Hirsch. Aber auch dieser ist sehr wachsam
und hat die beiden Pirscher bereits eräugt. Markus hat keine Chance für einen sicheren Schuss.